In der vergangenen Folge haben mir die Vorstände der Privatbank Hauck & Aufhäuser erklärt, wohin modernes Banking eigentlich geht. Aber was wollen die Kunden? Wo geht's hin? Eines ist klar, Deutschland spart sich arm. Etwa 1,7 Billionen Euro liegen auf deutschen Girokonten, ohne Zinsen. Dazu kommt die Inflationsrate und somit wird das Geld immer weniger wert. Beim Anlageverhalten ist ein klarer Trend hierzulande zu sehen. Die Deutschen wollen nicht groß selbst aktiv werden und legen gerne in Fonds an. Von 1997 bis 2018 ist die Zahl der Aktienfondsbesitzer um 244% auf 5,8 Millionen gestiegen. Mehr Frauen setzen zum Beispiel auf Fonds und mehr Männer auf Aktien. Eine der häufigsten, aber auch wichtigsten Fragen ist, wie kann ich heute sinnvoll Geld anlegen? Oder was ist die richtige Anlagestrategie für mich? Das kann man nicht pauschal beantworten, denn es hängt von der individuellen Gesamtsituation, aber auch von den Anlagezielen ab. Um diese wichtigen Elemente zusammenzuführen, braucht es Investment, aber auch Beratungskompetenz. Hat sich in den letzten Jahren da etwas verändert? Definitiv ja. Unseren Kunden ist vor allem in den letzten Jahren ein modernes Online-Banking wichtig geworden. Das war auch mit ein Grund, warum wir vor Implementierung von Seedin unser Online-Banking vollständig modernisiert haben. Heute können unsere Kunden auf Realtime-Basis ihre Portfolien auswerten und über Multibanking auch Fremdkonten einbinden. Des Weiteren merken wir einen sehr starken Trend hin zu nachhaltigen Investments. Wir spüren dies in der Allgemeinheit durch die Fridays for Futures Bewegung. In dem Bereich der nachhaltigen Investments können wir auf eine Erfahrung von über 20 Jahren zurückblicken und durch ein externes Ethikkomitee, unterstützt durch Industrieexperten, bieten wir einen besonders hochwertigen Ansatz. Wie kann man denn diesen neuen Bedürfnissen gerecht werden? Heutzutage leben 5 Generationen parallel nebeneinander mit ihren jeweils ganz eigenen Bedürfnissen. Deshalb war für uns der Aufbau eines Omnikanals, der die digitale als auch die persönliche Private Banking Welt vereint, von ganz entscheidender Bedeutung. Die Automobilindustrie hat es vorgemacht. Man konfiguriert sich heute online sein persönliches Wunschauto. Und zur Probefahrt geht man dann in die Niederlassung. Genau das ist unser Anspruch für Private Banking, digital und persönlich nahtlos zu verbinden. In der nächsten Folge schauen wir uns dann an, wie Hauck & Aufhäuser diesen Bedürfnissen mit neuen, modernen Produkten gerecht werden will.